Hallihallo. Das schwarze Schaf nimmt euch heute mit auf den höchsten Gipfel des Supramonte di Oliena, den Monte Corasi. Das ist er noch nicht. Wir sind hier erst auf 1100 Metern ungefähr, bisschen mehr, auf der ersten Steigung. Der Corasi ist 1463 Meter hoch. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber erstmal genießen wir den Ausblick auf das Nuorese, auf diese wunderschöne, weite Landschaft. Da hinten ist Nuoro, hier vorne Oliena. Und gleich erreichen wir das Plateau, von dem aus man die verschiedenen Gipfel des Supramonte erreicht. Im Hintergrund seht ihr tatsächlich schon den Corasi, da geht's hoch. Also das dauert noch ein bisschen. Apropos hoch, mit dem Mietwagen kommt ihr hier nicht hoch, auch wenn es eine Straße ist. Ich würde es lassen, aber der kleine Fiat 500 da vorne, der hat es geschafft. Irre. Also, kommt einfach mit. Schauen wir uns das mal an. So, wir sind auf der nächsten Etappe in Richtung Corasi und es ist ein bisschen zugezogen am Himmel. Das ist aber nicht schlimm, im Gegenteil, bei dieser weiten baumlosen Landschaft ist volle Knallesonne schon sehr, sehr anstrengend. Insofern absolut easy jetzt zu laufen. Da hinten wäre übrigens die Punta Cusidore. Und das ist Punta Carabida. Die beiden Gipfel kann man natürlich auch noch mitnehmen, wenn man möchte und super fit ist. Uns reicht der Corasi für heute. Und dieser Pfad bringt uns dahin. Ich melde mich vom Gipfel. So, wir haben es geschafft. Das ist er, der Monte Corasi. Juhu! Wir haben auch schon ein kleines Picknick hinter uns auf dem Gipfel und jetzt machen wir uns wieder auf den Rückweg beziehungsweise gehen einmal um den Gipfel herum. Das wird auch noch ganz cool. Und das da ist der gesamte Supramonte. Ein wahnsinniger Weitblick von hier oben. Ist das schön! Also der Supramonte in seiner ganzen Weite und Wildheit ist echt schwer zu erfassen. Von hier oben bekommt man eine latente Ahnung, was ihn ausmacht. Weitgehend unbesiedeltes Gebiet. Wir gucken hier auf den Supramonte di Orgosolo und die Urzulei. Und ja, ganz, ganz grandiose Landschaften. Auch unerschlossen zum Teil. Man sieht da hinten sogar das Meer, den Golfo di Orosei und Dogali, der Ort, der sich so an den Berg schmiegt. Und ja, jetzt geht es noch einmal weiter rum. Wir sind hier unterhalb des Corasi auf einem kleinen Rundkurs. Der ist ein bisschen länger, als wenn man den Trek wieder zurückgehen würde, den man gekommen ist. Aber wunderschön. Genialer Trek.